Auch die Grüne Jugend hat sich super kurzfristig für den Erhalt ausgesprochen. Aber ich frage mich, wo seid ihr die letzten 2 Jahre gewesen und wo habt ihr eure Mutterpartei öffentlich konfrontiert? Vor der Entscheidung hat der Stadtrat den Haushalt der Stadt diskutiert, der auch von Spardruck dominiert ist. Es folgt dem bundesweiten Trend, aufzurüsten und dafür zu sparen. Die rechteren Parteien im Stadtrat, wie CSU, Freie Wähler, FDP und auch die AfD, haben für den Erhalt gestimmt, aber auch daraus müssen wir die richtige Bilanz ziehen. Auch sie vertreten uns deswegen nicht. Es ist ein rein taktisches Wahlkampfgehabe. Die CSU setzt in Bayern eine Sparpolitik an Krankenhäusern durch und unter ihrer Regierung haben in den letzten Jahren Dutzende Kreissäle in Bayern geschlossen. Die AfD ist eine frauenfeindliche und rassistische Partei und kann nicht ernsthaft behaupten, für Frauengesundheit zu stehen, besonders in einem migrantischen Viertel wie Neuperlach. Ihr Vorschlag ist gar nicht, den Kreißsaal unbedingt zu erhalten, sondern die juristischen und gesetzlichen Bedingungen zu prüfen, um den Kreißsaal später zu schließen. Das Medizinkonzept 20XX wird jahrelang für die Umsetzung brauchen und geht 1000 andere Kolleginnen etwas an. Deswegen sage ich, dass wir in München und auch sonst weiter kämpfen müssen für eine bedürfnisorientierte Gesundheitsversorgung.